Hallo und schön, dass ihr wieder dabei seid. Ihr werdet euch fragen, was macht denn Alcaramba hier im Kino? Ja, ganz einfach, ich habe es in der Zwischenzeit kurz mal ein bisschen hier verschönert und zwar, da habe ich was für den Schutz getan. Hier drüben ist auch nochmal ein Türmchen. Hier gab es ein kleines Häuschen samt einer Bettensiedlung, dass sie sich da ein bisschen freuen und was zu essen haben sie jetzt auch. Ja, also von dem her, da haben wir ein bisschen was getan, aber nun genug der Worte hier und der Taten hier, sondern jetzt geht's ab Richtung Mission und zwar, da müssen wir ja in Trinitas Plaza gehen. Das heißt, wir reisen dahin. Das ist der Stealth Boy. Okay, ein modulierendes Reaktorfeld. Jetzt weiß ich auch endlich mal, was der Stealth Boy ist. Ich muss sagen, ich habe das Spiel ja gelobt, dass es wenig Bugs und wenig Abstürze hat, aber das, was ich euch jetzt zeige, habe ich sogar lustigerweise schon einmal aufgenommen. Leider hat aber dann das Spiel gemeint, ja, ich stürze ab und sobald nämlich was abstürzt, ist die Aufnahme weg. Also die ist wie nie aufgenommen und das ist extrem ärgerlich. Das ist mir jetzt schon zwei, dreimal passiert, also ich hoffe, dass dies jetzt kein Zustand für die Ewigkeit sein wird. Deswegen jetzt in die Trinity Church. Und lustigerweise, das Längste ist da jetzt nicht die Gegner zerstören, sondern die Kirche an sich. Die bietet nämlich viel Platz für Lootmöglichkeit. So, der Supermutant hat hier seine Pumpgun, seine Minigun. Oh Da nee. sind sie ja. Ja, da sind sie ja. Machst die Tür auf. Schön. So ein Dummbeutel. Na, dann bleibst du jetzt am Boden liegen. Ist mir jetzt egal. Der schönen Kopf. Nein, der nicht. Aber der. Wir laden mal nach. Schauen wir mal, ob wir treffen. Und den kritischen ausführen. Ja! Bäm! Mit dem kritischen, da ist der Kopf weg. Da ist er nicht arm dran, sondern arm ab. Na, jetzt stimpacken So wir ihn ist's wieder. besser. Was eine schlechte Aktion einfach nur von ihm. So. Und wie gesagt, ich kenne den Aufbau der Kirche, deswegen kann ich das hier ein bisschen beschleunigen. Oh, ich dachte, da wären alle tot. Aber wohl doch noch nicht. Na gut, mach mal gleich. Die sind so herrlich intelligent, die Supermutanten. Ja, stimmt, da oben war nix. Jetzt machen wir den erst nochmal weg. Ich sehe ihn ja nicht mal. Wo ist er? Ich verstehe es nicht. Da ist eine Tür, genau. Tut mir leid, dass das hier so für mich schon ein bisschen bekannt ist. Aber glaubt mir, ich spiele es auch nicht so gern das doppelte Mal. Gibt's auch nicht. Jetzt sollte ich mich ein bisschen mehr konzentrieren. Ja, komm. Das wär's. Sabbel ich weniger, funktioniert's auch. Gut, da habe ich alles. Jemand da? Ich weiß nicht, wo er gerade ist.
Aber gut, dann gehen wir mal runter und besuchen ihn. Ein guter Ort, falls wir uns mal verstecken müssen. Hallo, darf er sein? Bring dir's hinter uns. So, jetzt habe ich dich aber, mein Freund. Die Minigun, die ist ganz, ganz, ganz fein. Und da, das müsste... Was? Na also. Psycho. Und da müsste ich gerade... Zack, schau mal, ob das auch der Fall wirklich ist. Eine Pumpgun bekommen haben. Die ist es nicht. Die habe ich... Warte mal. Nee, die ist neu. Gegenüber dem... Warte mal, was ist denn da? Okay, nee, da ist die besser. Schade, aber man sieht, da droppt immer was, bisschen was anderes. Weil das Thema ist jetzt folgendes. Ich hatte nämlich beim ersten Durchgang keine neue Pumpgun gefunden, die ein bisschen besser war als meine jetzige. Und jetzt habe ich ein Scharfschützengewehr gefunden, das ich eigentlich nicht brauche. Also von dem man sieht, dass die Loots alle random sind und man das nicht irgendwo, ja, ausbessern kann. Aber gut, die Minigun, die bleibe, behalte ich jetzt trotzdem. Preston? Hey. Okay, was soll ich tun? Handeln. Klar, hier ist mein Vorrat. Ich brauche deinen Vorrat doch nicht, du sollst meinen Schmarrn nehmen. So, das ist ausgerüstet. Und die ist schlechter, das heißt, das gebe ich ihm. Die behalte ich vorerst nochmal, wobei die wird auch gleich wieder 13 Schaden, ja, alles klar. Das Jagdgewehr brauche ich eben auch nicht. Gut. Und jetzt machen wir eins, zack. Weil ich habe hier doch so eine neue Kanone und die habe ich ausgerüstet gehabt. Aber die ist nicht so gut, das ist hier diese... Wo ist der denn? Die Impro, ja, genau der. Wobei die Schüsse andere sind. Naja, ist egal. Das, 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 das. Ja, das ist ein schönes Inventar. So, jetzt können wir hier noch runtergehen. Da, das fand ich ein bisschen, naja... Bildet euch eure eigene Meinung, wie ihr das findet. Dass hier so ein Kinderzimmer in der Pfarrei ist oder in im Gotteshaus. Aber ich glaube, sonst gab es hier auch nicht mehr so viel Schönes, Tolles. Ganz viele verbrannte und überfällige Bücher, die der Messdiener hier noch zurückgelassen hat. Raketen. Raketen sind immer fein und mittlerweile habe ich jetzt auch ein paar davon, also ich brauche dann gar nicht mehr so stark haushalten damit. Und nun kann ich aber mich wieder nach oben bewegen. Und kann hier meine Mission abschließen. Mittlerweile habe ich Angst vor Ladescreens, weil Ladescreens immer dazu führen, dass eben das Spiel dann abschmiert, wenn ich aufnehme. Wie wenn Feinde in der Nähe sind. Ich sehe keinen einzigen Feind. Ja, plötzlich geht's. Yugaoi, Guyai sind gefährlich mutierte Bären, deren Namen von den Nachfahren der Insassen eines Internierungslagers für Chinesen aus der Zeit vor dem Großen Krieg. Aha.
Ja, nett. Schaut auch nicht so sympathisch aus, dieser Bär. Gut, okay, und zack rein zu ihm. Zu meinem besten Freund, der sich immer riesig für mich freut, wenn ich eine Mission abgeschlossen habe. Springt praktisch im Dreieck. So, wo ist er? Na, wo ist er nun? Da ist er. Du bringst hoffentlich gute Neuigkeiten. Ach, laber nicht immer so einen Unsinn. Ich glaube, ich habe alles erledigt. Mir ist egal, was du glaubst. Oh, ich würde dir mindestens in die Fresse schlagen. Dass du es weißt. Jetzt los und komm erst wieder, wenn die Mission erfüllt ist. Die ist erfüllt. Wen haben wir denn da? Bleib da einfach, das Mann, Gebiet ey. Das Gebiet ist sauber? Ja. Bestätigt. Genau das wollte ich hören. Hier, das bekommst du noch. Da draußen gibt es noch eine Menge Gegenden, die gesäubert werden müssen. Atme durch, wenn es sein muss. Ach, ich brauche nicht atmen. Gib mir eine neue Mission. Eine machen wir noch. Ich bin bereit. Gut. Wenn die von der Zeit den Ort auf deiner Karte. In etwa wir so sehen uns, wenn das Ziel gesäubert ist. In etwa so zu dauert wie jetzt gerade die Mission, dann können wir nämlich die in dieser Folge noch abfrühstücken. Und da, genau an dieser Stelle jetzt, da habe ich dann zuletzt die andere Folge offiziell beendet gehabt, also offiziell beendet, sondern inoffiziell durch das Spiel. Leg sie ruhig um. Und nun gucken wir mal, ob es diesmal klappt. Ich muss praktisch da runter. Ich kann da nicht hinreisen. Das ist mir vorhin auch aufgefallen. Und wenn ich nämlich das Level 18 erreiche, dann sollte ich hoffentlich endlich diese Kanone aus dem Vault holen können. Weil dann kann ich mir nämlich meinen dritten Hack-Skill oder meinen dritten Knacken-Skill, so ist es richtig. Und dann kann ich mir das endlich holen. Ja. So, und jetzt rennen wir darüber, wohin wir denn müssen. Sollte auch nicht zu weit sein. Auf jeden Fall liegt da schon mal ein Supermutant. Und hat 6 Haarklammern für mich. So, und es wird auch schon geballert, also von dem her darf und kann ich nicht weit weg sein. Oh, es wird ordentlich geballert. Den Duck hat. Achso, das. Das sind gute. Erstmal gucken. Bevor ich schieße, was ja auch schon vorgekommen ist, vielleicht erstmal lieber gucken und schauen. Was habt ihr denn so vor? So. Raider abschauen. Verdammte Kehle raus. Okay. Na gut. Eröffne das Feuer. Ich glaube, das waren alle. Sehr gut, brav gemacht. Vorrücken, wir können das war. Ich glaube, ich habe hier drüben was. Was wär's? Der arme Kopf. Welchen willst du? Dreckiger. So. Jeder Schuss ein Kopf. Wie lange willst du denn noch durchhalten? Kein Grund zur Sorge. Wo ist der letzte? Ja. Stimpack. Der wollte auf. Kommt zu einer Schießerei mit dem Messer. So, jetzt wird da drüben noch schnell die Überreste gelootet. Und dann geht's auch schon da rein.
Ja, ich glaube, hier habe ich alles. Also ab da runter, wo ich dann jetzt eigentlich wo mein Hauptauftrag sich auch überhaupt befindet. Schaut bisher ganz gut aus. Raider sind ja dankbare Gegner, muss man ja sagen. Also da gibt es bei weitem schlimmere. Wo kam denn das jetzt? Ich hätte gedacht, die würden hier hinten gleich stehen direkt, aber nee. Wohl nicht, dann gleich hier wohl links. Ich warte doch jetzt nicht auf dich. Warte mal, sagt er. Er ist ein lustiger Kauz. Da geht's weiter. Naja, wenigstens haben sie Diese einiges Raider haben sich hier immer am offenbar Start. recht gut verschanzt. Also hier liegt einiges. Die waren hier fleißig. Gott, was ist das für ein Geruch? Ich bin nur. Ich glaube dem Frieden noch nicht so. Gefühlt müsste mehr los sein. Warte, da draußen ist was. Ach, sag Sachen. Oh, ich wollte gerade noch weglaufen. Na gut. Dummheit muss bestraft werden. In dem Fall war das so. Ich bin nur zurückgelaufen wegen dem Wasser, weil ich eigentlich dem Wasser alle ausweichen. So. Ich hab das Glas fürs Preston erwischt. Ah, okay. Komm. Kommt, Jungs. Komm. Komm, 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 komm. Was? Wo gehen denn die lang? Gibt es da drüben noch einen Weg, den ich jetzt gerade. Ne, da gibt's nichts, da wo die reingegangen sind. Da muss ich wahrscheinlich durchs Wasser, oder? Ich meide das Wasser immer, logischerweise, in dem Spiel. Pass auf, wo du hintrittst. Es sei denn, du hast Lust auf ein Bad. So, pass auf, ich brauche irgendwas Stärkeres. Nee, die meinte ich nicht, die meinte ich. Wo, wo, wo? So. Das. Oh, war ordentlich. Ich dachte schon, die Ding killt mich. Die Mine. Aber Gott sei Dank habe ich da ein bisschen Glück gehabt. Hab den Gegner aus dem Blick verloren. Aber ich würde hier gerne noch gucken, ob ich da was finde, was ich gut finde, weil ich glaube, das hier unten hat noch Potenzial. Dass da noch was Anständiges kommt. Dein Dingsbums meldet sich nicht ohne Grund. Die Strahlung hier ist hoch. Ja, ist mir egal, aber ich brauche hier, da finde ich bestimmt was Tolles. Überseekoffer. Mein Dingsbums ist ein Pip-Boy übrigens. Geschafft. Kampfrüstung. Kampfrüstung hört sich aber gut an. Panzerbrechend. Schaden nicht viel. Aber der Wert ist nicht schlecht. Und Kampfrüstungen hören sich auch ganz gut an. Nehme ich mal mit. Rüste ich gleich aus, sobald ich hier aus diesem radioaktiven Dingsbums weg bin. Oh. Ich glaube, ich habe hier drüben was. Ach, du hast gar nichts.
Gucken wir mal, ob die Kampfrüstung wirklich was bringt, oder... Die würde was bringen, das rechte Bein. Oh, da habe ich hier die Chamäleon, alles klar. Gebe ich ihm das. Komm mal her. Hey, sag mir einfach wo. Bleib, okay, handel. Ich bleib auf dieser Position. Wo ist denn die Kampfrüstung, Kampfrüstung, Kampfrüstung? Da. Also gar nicht so gut wie erwartet. Von dem her lassen wir das ihm. Ah, bisher hätte ich mir erhofft, dass hier irgendwas Cooleres wäre. Warte, da draußen ist was. Ach, sag, vielleicht auf das, was ich schieße. Ach, du machst, ey, er macht gar nichts. Kronkorken, Fusionszelle, was ist denn er? Reduziert verursachten Schaden. Schauen wir mal, ob das viel bringt. Warte mal. Okay, er nervt mich schon allein wegen seinen Kommentaren. Was verliere ich dafür? Am linken Super und hat Verschaden. Aber er ist halt sonst ein bisschen besser. Ja, nehme ich das. Das gebe ich mal wieder ihm. Wo ist er da? Hallo? Hey, zeig es mir. Handel. Ich habe eigentlich so Goldbarren. Ah, oh, die sind viel wert. Habe ich mir fast gedacht. Die habe ich nämlich gefunden. Und dementsprechend, die kann ich gut verkaufen. Ich habe übrigens 7 Mini-Atombomben. Ich muss meinen Fatman wiederholen. Wo sind denn die Ausstattungsdinger da? So. Weiter. Kronkorken. Ganz schön viel hier an Distanz zurückzulegen. Also bis jetzt habe ich so das Gefühl, der schießt immer nur dann, wenn er sicher stirbt. Und ansonsten schieße ich. Eine Schrotpatrone. Bist du sicher, dass du weiter willst? Sicher bin ich sicher. Solange nicht wieder irgendwo eine Mine auf mich wartet. OP-Tablett. Vorkriegsgeld. Spüllappen. Wie oft habe ich einen Spüllappen vermisst in diesem Spiel? Ja, dann gehen wir da jetzt raus. Zum Commonwealth. Was ist denn das für eine coole... Das ist ja hier hinten angetrieben mit so einer Kette. Geht dann vorne rum und vorne... Würde mich interessieren, was das überhaupt ist. Aber mit dem Level 18 kann ich jetzt hier... das Ding fertig machen. Und ich glaube, die Folge, die sollte noch ausgehen dafür, dass wir das zusammenholen. Also ich meine diesen Skill, den ich da brauche. Das heißt, schnell zurück zum Polizeirevier, Level 18 werden, dann den Knack-Skill machen und dann ab zum Vault, wo wir ursprünglich herkommen. Weil da war eine Kanone gelegen, das weiß ich noch. Ich hoffe, dass die aber recht zum Schluss war. Das weiß ich wiederum nicht mehr. Die war aber in der Wand, wo wir nicht rangekommen sind, weil zu dem Zeitpunkt hatten wir natürlich die Fähigkeit noch gar nicht. Die Zeit tickt unerbindlich. Das heißt, rein da schnell, 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 schnell. Das Video ist noch so circa
ja, 3-4 Minuten lang. Ah, die Ladezeit killt uns, Jungs. Die Ladezeit, die killt uns. Du bringst hoffentlich gute Neuigkeiten. Ja, ohne Spaß, im schlimmsten würde ich dich erschießen, ohne Scheiß. Bestätigt. Weiter so. Dann glaube ich vielleicht noch, dass du Mom hast. Hier, deine Bezahlung. Das Commonwealth ist ein großer Ort, der dringend einen Kammerjäger braucht. Atme durch, wenn es sein muss. Sag mir, wenn du bereit bist. Ja, jetzt, nee, nicht bereit. Ich bin nicht bereit. Gut, aber ich will nicht sehen, wie du rumgammelst, wenn da draußen was zu tun ist. So, also Pip-Boy, Level up. So, wo ist dann da? Schlösser knacken. Jetzt haben wir den dritten Skill und jetzt, ich schau mal, ob ich von hier aus schon schnell reisen kann, muss ich ganz hoch zum Vault. Ja, dachte ich mir doch. Also wieder raus. Und dann ab zum Vault und schauen, dass wir diese super coole Waffe bekommen. Yep. Aber auf jeden Fall muss ich sagen, diese Missionen da, die in dem Polizeirevier, die bringen ganz gut was. Also die dauern nicht lang und man kann da gut Level machen und bekommt auch die ein oder andere neue Knarre. Ja, das ist schon nice. So, wie komme ich in den Vault wieder runter? Muss ich jetzt da den Knopf drücken, oder? Knopf habe ich gedrückt. Ja, läuft. Und runter. Ja, lass mal ihn oben. Und ich weiß nur noch, dass die irgendwo an der Wand war. Das weiß ich. Aber ich weiß leider nicht mehr ganz genau, wo. Eigentlich sollte hier unten jetzt nichts passieren. Aber sicher, sicher. Vielleicht sind wieder irgendwelche Käfer ja in der Nähe. Auf die ich schießen muss. Komm, geh schon weg. Ich bin wieder zu Hause. So. Einfach nur auf die Wände gucken. Einfach nur auf die Wände gucken. Sag Sachen. Oh, 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 ich glaube, ich habe schon direkt. Juffie! Den meinte ich. Ja! Cool. Verdammt nochmal ja. Verdammt nochmal ja, sagt er. So, jetzt bin ich wieder ultra langsam, weil ich wieder voll bin. Aber die Waffe gucken wir uns noch an. Da ist er. Feuerrate, Schaden. Damit wird schön vereist. Und ich glaube, jetzt haben wir in der Folge alles erreicht, was ich mir so vorgenommen habe. Und danke fürs Zuschauen. Ich wünsche euch alles Gute. Bis zur nächsten Folge. Euer Alcaramba.